Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, 8000 Zuschauer hier in der Halle und wie ich feststelle, ein ausgesprochen munteres Publikum, so haben wir das gerne. Guten Abend auch Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren, und vielleicht zunächst ein Wort in eigener Sache. Wir haben heute eine sehr lange Sendung, 7 Stunden zur Olympiaeröffnung, hinter uns gebracht. Dabei ist einem meiner Kollegen ein Wort hinausgerutscht, das er wirklich nicht gerne gesagt hat. Es hat eine Proteste gegeben und ich bitte Sie, ihm und uns das nachzusehen. Es war nicht ernst gemeint. Wir haben heute Abend hier in der großen Sporthalle im Olympiapark eine sehr improvisierte Sendung. Es gab keine Proben, wir haben auch keine Show, sondern wir haben hier die internationale Sportjugend. Bei uns zu Gast sind 2500 Jugendliche aus 60 Nationen, die auch ihre eigenen Folklore-, Tanz- und Akrobatikgruppen mitgebracht haben, um sie uns heute Abend vorzustellen. Wir schalten uns weiterhin um ins Schwimmstadion, ins große Olympiastadion und in den Nightclub im Bayerischen Hof. Eine bunte Sendung. Wir hoffen, dass Sie hinterher auch sagen, es war eine runde Sendung. Mit uns ist heute Abend als Träger des Abends Günter Norris und die Big Band der Bundeswehr. Ich muss dazu sagen, Günter Norris und seine Band ist das jüngste Kind in der kleinen Familie großer deutscher Tanzorchester. Er ist 1 Jahr alt und schon spitze. Günter Norris beginnt für uns mit Swinging Olympia. Single door.
Ja, meine Damen und Herren, da bekommt man ordentlich Lust mitzumachen bei der Musikgruppe Up with People. Sie werden sie heute Abend übrigens in unserer Sendung noch mehrere Male hören. Sie besteht aus 130 Mitgliedern, die aus 9 Ländern kommen. Und der Trommler dieser Gruppe wird an diesem bedeutsamen Wochenende auch diese Trommel bedienen und die Olympia-Zahl ziehen. Please, Peter, would you come over? Good evening, how are you? Guten Abend. Sie sprechen Deutsch. Natürlich. Das überrascht mich. Ich bin von Stuttgart. Sie kommen aus Stuttgart? Ich komme aus Stuttgart, ja. Wie sind Sie zur Gruppe Up with People gekommen? Ich habe die vor 3 Jahren in den Staaten gesehen und mich dann denen angeschlossen. Ja. Up with People ist ein Titel, den man ja sehr schwer ins Deutsche übersetzen kann. Das heißt so viel wie aufwärts mit uns allen, mit dem ganzen Volk. Haben Sie sich was dabei gedacht, als Sie gerade diesen Titel gewählt haben für diese Musikgruppe? Verfolgen Sie eine bestimmte Tendenz damit? Ja, wir sind alle der Meinung, dass man mit einer optimistischen Haltung viele Probleme leichter lösen kann. Und darum haben wir auch einige unserer Ideen in Lieder übersetzt. Um natürlich genau herauszufinden, was Up with People ist, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich unsere öffentlichen Vorführungen ansehen. Und wir sind am 15. und 6. September im Herkulessaal in München. Für all die, die Interesse haben, dorthin zu kommen. Sie bereichern also das Kulturprogramm der 20. Olympischen Spiele. Ja, außerdem, wenn ich das noch dazufügen darf, haben wir 2 Aufführungen am 7. und 8. im Olympischen Dorf für die Sportler. Hauptsächlich gastieren Sie aber in den Vereinigten Staaten. Was machen Sie da genau? Ich meine, in den Vereinigten Staaten haben wir jetzt all 50 Staaten schon durchgetourt. Wir haben in der Carnegie Hall gespielt, in dem Weißen Haus sind wir eingeladen worden. Wir haben in vielen Schulen und Universitäten gespielt. Meistens würde ich sagen, unser Publikum ist so zwischen 17 und 40. Aber natürlich ist die ganze Show ist für alle Altersklassen und für alle Menschen, die Wenn ich mir Ihre Mitsänger hier anschaue, dann fällt mir auf, dass es sich ausnahmslos um junge und zum Teil sehr junge Menschen handelt. Wenn Sie so viel in der Welt herumreisen, wie regeln Sie das mit dem Erziehungs-, mit dem Ausbildungsproblem? Die meisten jungen Leute hier sind zwischen 17 und 21 Jahren. Außerdem haben die ihre eigene Schule dabei. Das heißt, die haben eine Schule und eine Universität dabei, mit Lehrern und Professoren, die mit ihnen mitreisen. Ja. Und da können die das letzte Jahr im Gymnasium und das erste Jahr in der Universität mitmachen, weil sie auf der Reise sind. Man kann sie also als reisendes College bezeichnen? Ja, das wäre etwa der Begriff, ja. Wo gehen Sie nach den Olympischen Spielen hin? Diese letzte Frage muss ich noch stellen. Ja, nach München brechen wir auf zu einer Europa-Tournee. Allerdings hoffen wir, dass wir sehr bald eine Tournee durch Deutschland machen können. So, nun bitte ich Sie, die Olympia-Zahl zu ziehen. Einen kleinen Moment noch. Sie sind eingewiesen worden. Verantwortlich für den Monat August für dieses Geschäft ist die Hessische Lotterieverwaltung Wiesbaden. Und die beiden Herren hier bei uns sind Aufsichtsbeamter Dr. Klaus Meyer und Ziehungsleiter Karl Rodler. Guten Abend. Bitte schön, Peter Koch. So, ich glaube, das reicht. Stoppen wir einmal. Und nun bitte ziehen. Die Olympiazahl heute, die 9, die 4, die 6 und noch einmal die 6. Die 9, die 4 und zweimal die 6. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Olympiazahl 9466, auch an der großen Anzeigetafel hier im Olympiastadion zu sehen, die damit also zum ersten Mal offiziell eingeweiht wird. Ich bedanke mich vielmals, Peter Koch, alles Gute noch für Ihre Gruppe und wir schalten jetzt ganz schnell um in die Schwimmhalle. Ein Mann, den Sie unter dem Namen Dick Kimble heute im Laufe der Sendung noch öfters sehen werden. Er ist ein einzigartiger Mann und was er kann, sehen Sie hier. Hey. Ja. Ja, das war also nur ein Auftakt. Es wird noch mehr kommen und noch ganz später. Traditionsgemäß eröffnete die griechische Mannschaft den Einzug ins Stadion. Aber gäbe es, wie im alten Griechenland, am ersten Tag auch einen Wettkampf der Musik,
Der erste Goldmedaillenträger stünde schon fest. Kurt Edelhagen und sein Orchester. Sie sorgten für einen wahrhaft unpathetischen, geglückten, heiteren Beginn, dessen Wirkung sich niemand entziehen konnte, der im Stadion war. Jubelnd begrüßt, nicht nur von den viel zu wenig Gästen aus Ostdeutschland, die Mannschaft der DDR. Malerische Trachten wie hier aus der Mongolei, optischer Beleg für die Rolle, die die farbige, die dritte Welt bei dieser Olympiade spielt. Der Beifall des sehr fairen, sehr sachverständigen, gar nicht nationalistisch gesinnten Publikums schwoll beim Einmarsch der Sowjetunion noch einmal an. Er steigerte sich dann zu Ovationen für die Amerikaner, für die Edelhagel, wenn The Saints Go Marching In intonierte. Das wurde nur noch vor der Begeisterung für die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland übertroffen, die als Gastgeber den Schluss bildete. Detlef Lewe, der Kanute, trägt die deutsche Fahne. Nach diesem spielerischen Beginn war der Erfolg der Eröffnung eigentlich schon gesichert. Er bestätigte sich, als die Münchner Schulkinder zu einer Musik von Karl Orff ihren Blumengruß entboten. Ich ehre den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Gustav Heinemann, zu bitten, die 20. Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 von Baron Pierre de Coubertin wieder eingeführt als eröffnet zu erklären. Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet. Einziger Einwand vielleicht die Sphärenmusik, zu der Günther Zahn die olympische Fackel zum Turm emportrug. Hinweis auf den quasi religiösen Charakter der Spiele, den die Eröffnungsfeier sonst für mich erfreulicherweise fast vergessen ließ.
Und pathetisch schließlich sprach auch Heidi Schüller den olympischen Eid. Im Namen aller Wettkämpfer gelobe ich, au nom de tous les concurrents, je promets, in the name of all competitors, I promise, dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen. Nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux. That we will take part in these Olympic Games und die für Sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Meine Damen und Herren, wir sind wieder mit der Sendung in der Halle hier und wir gehen weiter mit unserem Programm der internationalen Jugendgruppe. Als nächstes das aus Leningrad, eine Laien-Volktanzgruppe mit einem Gürteltanz. Als nächstes kommt aus Argentinien eine Gruppe zu uns, die alle Regionen des Landes umfasst, und sie zeigen uns Gesang mit Klatschen. Con la cola en mi se vuela, yo te marcaré el compás. El alba se viene encima, el lucero ya se va. Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Caminito que entonces estaba rodeado de trébol y juncos en flor.
sombra ya pronto será. Una sombra lo mismo que yo. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Cuánto lloré, porque me dejó como el clavel del aire, así era ella. Dieser Gruppe aus Argentinien. Meine Damen und Herren, wir haben in der Halle 100 deutsche Olympiasieger, die wir auch recht herzlich begrüßen wollen. Aber bei uns ist jetzt wohl der berühmteste aller deutschen Sportler nach wie vor, Max Schmeling. Vielen Dank für diese Komplimente, aber so ist das nicht. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele deutsche Sportler, die bei dir selben Anrecht haben, ein paar besten Sportler mit zu sein. Ja, wir sind ein bisschen früh auf Sendung gegangen. Ich muss mich bei unseren Freunden aus Argentinien entschuldigen, aber wir glaubten, die Nummer sei schon zu Ende. Meine Damen und Herren, wir haben 100 Deutsche. Wir haben 100 deutsche Olympiasieger hier bei uns in der Halle, die zu uns heute Abend zu Gast gekommen sind, die Ehrengäste der Spiele sind. Wir warten noch weiter prominente Besucher, Max Schmeling. Zunächst schönen Dank, wir sehen uns nachher noch. Meine Damen und Herren, es geht weiter, denn wenn wir Folklore machen, dann müssen wir natürlich auch nach München gehen. Die Olympiastadt selbst hat ja auch einiges an Folklore zu bieten und wir sehen jetzt eine bayerische Trachtengruppe. Thank you.
nach diesem Gruß aus der Hauptstadt des Weltsports, und das ist die Olympiastadt München ja immerhin seit heute, nun wieder ein bisschen Abwechslung. Ich stelle Ihnen vor, Roberto Blanco. Roberto Blanco hat seit einem Jahr nun auch einen deutschen Pass und wir können ihn also mit Recht einen deutschen Künstler nennen. Und mit der Big Band der Bundeswehr bringt er einen Weltschlager, der Puppenspieler aus Mexiko, Roberto Blanco. Von Albuquerque lebte jahrelang ein Mann. Er besaß nur ein paar Puppen, doch damit zog er alle an. Auf einer kleinen Bretterbühne sah man die Puppen jede Nacht, und die Gesichter, die sie spielten, die hatte er sich ausgedacht. Alle! Wow! Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so was ein Stück. Wie immer endet ein Spiel im Glück. An jede Kante ihm, und man sah ihn gern. Viele kamen von nah und fern. Zu Alibaba und Domino. Zum Puppenspieler von Mexiko. Joho! Jeden Abend kamen viele, um ein neues Spiel zu sehen. Und sie lachten oder weinten, das Ende war nicht immer schön. Puppenspiele von Mexiko. Yo! Das war Roberto Blanco. Wir schalten jetzt um in die Schwimmhalle. Ja, wir sind schon da. Ich glaube es wenigstens. Ja, wir sind also auf dem Schirm. Haben Sie mittlerweile erraten, um welchen Mann es sich hier handelt? Es ist Johnny Weissmüller. Er ist gewählt worden von den amerikanischen Journalisten zum größten, zum bedeutendsten Schwimmer der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Und ich freue mich sehr, dass er da ist und dass wir mit ihm unterhalten können über einige Dinge, die ihn wahrscheinlich sehr beeindruckt haben, wie er mir schon privat gesagt hat. Thank you very much for coming, Johnny. First of all, I would like to know, what was your impression about the opening ceremony today? Ich möchte ihn gerne fragen, wie er die Eröffnungszeremonie heute gefunden hat. It was wonderful. It was the finest thing I've ever seen, because I've been to about four or five of them, and I just got a big thrill out of it. Ja, also Johnny Weissmüller hat jetzt schon mehrere Olympische Spiele mitgemacht, die fünften, die er gesehen hat. Er war selbst beteiligt, hat fünf olympische Goldmedaillen gewonnen, eine sechste als Wasserballspieler für die Amerikaner. Und da muss ich dazu sagen, er hat auch schon einmal für die USA die Fahne beim Einmarsch seiner Mannschaft getragen. Es war nach seiner Ansicht die bisher eindrucksvollste Eröffnungszeremonie, die er erlebt hat. What was your greatest thrill in your career as a swimmer? Was war Ihr größter Erfolg in Ihrer Karriere als Schwimmer? Harry, when you're a swimmer, the greatest thrill in the whole world is when you win a gold medal. Of right, course, right. Everybody knows that. Yeah. And you can't go any farther than that. You can't go, especially being an amateur. You know, yeah. If when I start swimming later on, when I was swimming in pictures and all that, then I made money on it. Ja, also er sagt, der größte Erfolg sei für einen Sportler und zumal dann auch für einen Schwimmer immer noch der Gewinn einer Goldmedaille. Er hat dann natürlich begonnen, Filme zu machen und dann damit Geld zu verdienen. You said about more than 60 world records in your life? Yeah, I had about pretty close to about 60, 58. Also er hat annähernd 60 Weltrekorde aufgestellt. Er spricht natürlich auch ein bisschen Deutsch. Vielleicht zeigt das und hört das uns oder lässt es uns danach noch hören. Another thing is the development of swimming in the world. What do you think about this development in comparison to you? Let's say Shane Gould, this young 15 years old girl.
die Shane Gould, die also fast eine Minute schneller schwimmt heute als Johnny Weissmuller zu seiner Zeit vor 40 und 50 Jahren. Well, you know, they're training much better now. Yeah. They swim about 6 hours a day, which is a lot. Yeah. And the result is they won't last as long. They see, I lasted 10 years, you know, mm-hmm. without getting defeated. The main idea is don't get defeated. Mm-hmm. And if you have a good coach, you're a better swimmer, because I believe that you are as good as your coach. And she has a very fine coach, very good one. Mm-hmm. And so did Debbie Myers, who was the last mm-hmm. champion. Yeah. She yeah. was very good. And you're just this man will make a champion out of you, and you'll keep your champion as long as you can handle it. Yeah. Johnny Weissmuller sagt eben erstens einmal, dass er nie selber in seiner Karriere geschlagen worden ist. Er war der erste Schwimmer der Welt, der die 100 Meter unter einer Minute zurückgelegt hat. Zum anderen, er glaube, dass also die Sportlerinnen, die Schwimmerinnen von heute sehr viel mehr trainieren. Er sagt 6 Stunden, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, denn Johnny Weissmuller hat selbst schon bis zu 4 Stunden am Tag zu seiner Zeit trainiert. Another question, how do you become a Tarzan? How was the way to be a great star? Well, Harry, I made a test with 75 other men, you know, that did the same, making a test, trying to get the picture. So out of the 75, God put his hand in my head, and then I was the one. That's all. Just as simple as that. Ja, es war also ein Test veranstaltet worden. Ich habe gefragt, wie er eigentlich dazu gekommen ist, den Tarzan zu spielen in den Filmen. Er hat insgesamt 19 Tarzan-Filme gemacht, die heute alle noch gesehen werden. Und unter den 75, die sich gestellt haben, diesem Test, war er eben derjenige, den man ausgewählt hat. Nicht zuletzt deshalb, weil er eben ein mehrfacher Goldmedaillengewinner war. Thank you very much again for coming. All the best to you. Wobei ich noch dazu sagen muss, dass er seine Frau wieder mitgebracht hat. Eine in Deutschland geborene Frau. Sie sitzt jetzt irgendwo in einem Restaurant, glaube ich, und sieht sich diese Show hier an. Ich darf nur dazu sagen, dass uns viele gefragt haben, ob sie noch böse sei, weil sie bei uns im aktuellen Sportstudio von einem Affen, von einem Monkey, die Perücke heruntergezogen bekommen habe. Sie hat mir gesagt, bitte bestellen Sie den deutschen Zuschauern. Ich habe noch nie so viel Post bekommen, noch nie so viel rührende Briefe. Aber ich muss sagen, ich war froh, dass es so ausgegangen ist, denn ich fürchtete, dass der Affe mit der Perücke davonläuft und dann wäre ich ohne meine Haare dagestanden. Thank you very much. All the best to you. Zurück zu Arnim Basche ins Olympiastadion. Musikalische Produktionen sind Up with People, Mittel zur Kommunikation mit Menschen überall. Die Show ist ein zweistündiges Kaleidoskop von Rock, Jazz und Folklore mit Choreografie und Lichteffekten. Insgesamt reisen 300 Jugendliche zur gleichen Zeit in 3 Gruppen rund um die Welt. You're afraid to mention a wild idea or a new creation that could throw some light on the situation. Don't keep it to yourself. Everybody's got a song that the world's been longing to hear. They've been waiting too long, so come on now and sing it out loud and clear. Everybody's got a love that the world's been needing so bad. It's the kind of love that you've got to give. It's the kind they've never had. Give it to yourself. Give it away. Give it away.
Meine Damen und Herren, wir haben jetzt in der Sporthalle eine japanische Samurai-Truppe, die schon 1964 bei den Spielen in Tokio das internationale Jugendlager sehr begeistert hat. Revue der Nationen, meine Damen und Herren, heißt unsere Sendung und unsere Veranstaltung heute Abend. Von Japan geht die Reise weiter nach Indien und sehen Sie zu, was Inder mit einer Kletterstange, einem Ground-Mallkampf alles anstellen können.
Tommy. Krieg aus, was wir hatten. Krieg aus, was wir hatten. Schnell. Meine Damen und Herren, wir werden Ihnen in Kürze mitteilen können, was unserem indischen Athleten passiert ist. Wir schalten jetzt um in den Bavaria Club. Here in München. You understand my German? Yes, no. I use English. You speak English? Yes, very little. Are you happy that you are here again after Berlin, now Munich? Yes, sind Sie froh, dass Sie wieder hier sind? Thank you, very wonderful. Hat Ihnen die Eröffnungsfeier heute gut gefallen? How did you like the opening ceremony? Yeah, very good. Thank you. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Meine Damen und Herren, unser nächster Gast ist Habibi Bikila, Marathon-Olympiasieger 1960 in Rom und 1964 in Tokio. Ich möchte ihn zunächst fragen, er war ein wenig krank, hat Fieber gehabt in den letzten Tagen. Geht es ihm besser? Ja, Herrn Bikila geht es augenblicklich sehr viel besser. Die Reise war zwar ein bisschen anstrengend, aber im Augenblick fühlt er sich sehr, sehr wohl. Hat eine Ausdrücklichkeit. Würden Sie ihn fragen, ich glaube, er hat heute Abend einen großen Abend gehabt. Er war beim Empfang des Bundespräsidenten, hat mit dem Bundeskanzler Brandt gesprochen. Ja, er hat nicht nur mit dem Bundeskanzler Brandt gesprochen, er hat mit dem Bundespräsidenten gesprochen. Er hat sehr, sehr prominente Leute getroffen, unter anderem auch den König Konstantin und seine Frau. Und also ich kann die gar nicht mehr alle aufzählen. Er spricht kein Englisch? Nein, er spricht leider kein Englisch. Und morgen wird der Bundespräsident ihn besuchen? Ja, morgen um 10:30 wollte ihm der Bundespräsident einen Besuch abstatten. Alles Gute für Habibi Bikila. Nächster Gast ist Emil Zatopek, der große Star der Olympischen Spiele von 1952 und Olympiasieger auch 1948. Emil Zatopek, die FIFA haben nicht Ihnen gegolten, sondern das Publikum hier auf den Rängen kann nicht verstehen, was wir hier sagen. Darum haben wir jetzt die Musik wieder eingeschaltet. Ich bitte um Entschuldigung deswegen. Ja, selbstverständlich. Sie haben ja, es nicht übel genommen. Sie waren zuletzt in Mexiko 1968 auch bei den Olympischen Spielen und jetzt hier in München. Wie hat Ihnen der heutige Tag gefallen? Oh ja, mir wurde schon in Mexiko klar, dass wir wirklich großartig, weil ich in Mexiko, wir haben schon begegnet mit Frau Diem und mit den deutschen Experten. Ja. Die haben uns gezeigt, die Pläne von dem Aufbau von Sportanlagen. Und wenn ich heute sehe, in diesen herrlichen Sportanlagen hier in Olympiastadt, dann ich will mich wie im nächsten Jahrhundert, dass ich diese wunderbare Technik, vollkommene Vorbereitung, die 7 Jahre fleißigen Aufbau, das wirklich, ich habe schon vor dem Eröffnungstag die Daumen gehalten, dass es alles klappt, aber das hat die Atmosphäre, die Gemütlichkeit, die gerade hier in Bayern, in München zu Hause ist, die hat das alles multipliziert und habe ich gesehen, eine vollkommene Eröffnung der Olympischen Spiele und ich bin sicher, das wird ein Erfolg, welcher die History und neuzeitigen Olympischen Spiele noch nie erlebt hat. Vielen Dank.
Jesse Owens, I'm very sorry about this whistling. You're used to it, but these are the younger people because they can't understand what we are talking, but this is not our fault. Jesse, apart from this one here, Sie haben viele Olympische Spiele gesehen, Jesse Owens. Was sagen Sie zu dem heutigen Tag in München? Well, this is Olympics. I think this is one of the most beautiful we've ever had in the history of the Games. I thought that the pageantry today was of utmost importance. And one of the nicest things about the whole pageantry, to me, was the young people that came to greet the other nations of the world. Jesse Owens sagt, es war eine hervorragende Veranstaltung, eine der schönsten, die er je gesehen hat. Und er ist besonders beeindruckt worden von den Schulkindern. Ich möchte Jesse Owens noch fragen, sieht er einen Unterschied oder was ist der Unterschied, den er sieht, zwischen 1936 in Berlin, wo er selbst Athlet war, und 1972 in München? Jesse, to you, what's the difference between 36 in Berlin and Munich today? We just had more people. We have more people today than we had in 1936. You mean athletes? Athletes. And I thought that the spirit is there. We got flags of peace, flags that depict the nations of the world that's coming together. And I thought that all of these activities were the most important to me in the change of 36, and the competition will be better. Jesse Owens stellt heraus, dass es sehr viel mehr Athleten sind dieses Mal und dass der Eindruck, den er heute bei der Eröffnungsfeier gewonnen hat, für ihn wirklich ein großartiger war. Unser nächster Gast ist Fanny Blankers-Kohn, die fliegende Hausfrau, so darf man wohl immer noch sagen. Ja, das sagt man immer, ja. Fanny Blankers, Sie waren der große Star der Spiele 1948 in London. Ja, das ist richtig, ja. Wie viele Medaillen haben Sie gewonnen? Vier. Gold. Drei persönlich in einer von der Staffel. Fanny Blankers, Sie sind heute Abend zu uns zu Gast gekommen. Sie hatten einen guten Empfang hier in München. Ein sehr guter Empfang. Ich bin sehr erfreut, dass ich bin hier. Ist Ihr Mann auch hier? Nein, ist nicht hier, nein. Jan Blankers ist Journalist? Ja, er ist zu Hause. Er ist zu Hause? Ja, ja. Muss auf die Kinder aufpassen? Ach nein, die Kinder sind groß. Braucht niemand mehr 31 und 26, ich meine, das ist nicht mehr nötig. Vielen Dank, Fanny Blankers-Kohn. Unser letzter Gast, den wir hier haben, meine Damen und Herren, ist kein Olympiasieger, aber auch ein weltberühmter Mann, James Lovell, Astronaut von Apollo 13 und Kommandant. James Lovell, ich freue mich, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Was ist der Sinn Ihrer Reise nach Deutschland? James Lovell, what's the reason for your visit in Munich and in Germany today? I had the pleasure today to present two flags to President Daume that were flown on Apollo 16, two Olympic flags. Er hat heute an Präsident Daume zwei Fahnen übergeben, die mit der Mondmission Apollo 16 auf dem Mond waren. Er selbst war der Kommandant von Apollo 13 und wir erinnern uns, dass mit diesem Raumschiff es einige Schwierigkeiten hatte. There were some difficulties with your ship, Apollo 13. Yes, we had quite a few difficulties getting home again, and it's very much like Olympic players wanting to try to get to first place. Sie meinen, es sei ein sehr schwieriges Rennen. It was a very difficult race. Yes, it was a very difficult race, but fortunately we came through. Wenn Sie zurückschauen, James Lovell, was haben Sie in diesem Augenblick gedacht, als Sie merkten, dass ein Defekt an Ihrem Raumschiff war? What did you think when you did realize that there was a defect on your ship? Well, we were, of course, worried that we wouldn't get home, but we had faith in the rest of the equipment and the people on the ground and the people of the world to help us for our recovery, and we made it okay. James Lovell sagt, es hat im Augenblick natürlich einen Schock gegeben und Sie waren entsetzt, ob Sie halb nach Hause kommen, aber dann haben Sie sehr viel Zuversicht gehabt in die Mannschaft, die im NASA-Zentrum saß, dass Sie wieder zurückkamen. Meine Damen und Herren, das war das Gespräch. Es tut mir leid, dass es hier in der Halle diese Pfiffe gegeben hat, aber wir können nichts für diese Beschallung. Ja, wir schalten oben in die Schwimmhalle. Ja, hier ist wieder die Schwimmhalle und zwar stehe ich hier mit Detlef Lebe aus Schwerte. Er ist mehrmaliger Weltmeister im Kanadier Einer und zum vierten Mal bei Olympischen Spielen dabei. Er hat heute für die deutsche Mannschaft beim Einmarsch die Fahne getragen und ich würde Sie zunächst fragen, Detlef, was war Ihr Eindruck, dass Sie das nun zum vierten Mal miterlebt haben? Es wird sehr gut verseucht, umhecht, gepflegt und besser könnten wir es gar nicht haben. Es ist ein Lieblingsgebiet auch von mir da draußen, obwohl ich Kennjäger vom Fallen bin, auch nicht Jagert, wie man in München sagt. Aber immerhin, ich kann verstehen, dass Sie da sehr, sehr glücklich sind. Noch einen Blick in dieses Boot und ich möchte Sie jetzt bitten, das auch zu Wasser zu lassen, denn der Zuschauer hat ja dann bei den Olympischen Spielen kaum eine Gelegenheit, einmal mit so scharfem Blick zu sehen, wie so ein Boot aus Zeder
aussieht, furchtbar leicht. Und wenn Sie es versuchen wollten oder überhaupt ein Sportsmann, dann würde er einsteigen und drüben wieder rausfallen, denn das erfordert schon ein bisschen Kunst oder besondere Technik. Ja, er sagt, Detlef, es ist sogar für ihn eine Kunst. Er hat nämlich ein Verkehrsbattle mitbekommen, Checkbattle, und jetzt probiert es. Und das ist das erste Boot, das also hier in dem 50 Meter Schwimmbecken zu Wasser gelassen wurde. Vielen Dank, Detlef. Jetzt schauen wir rüber und zeigen Ihnen ganz was anderes. Bitte, Freunde, fangt an. Geht schon los. Komm. Sie sehen, was man also mit einem solchen Kajak einer alles machen kann. Und zwar sitzt in diesem Kajak einer, einem Slalom-Kajak, Bernd Lichtl aus Augsburg. Ersatzmann der Olympiamannschaft, wie alle, die Sie hier sehen, mit Ausnahme von Detlef Lebe, die Ersatzfahrer sind. Und er eskimotiert jetzt, und was das Besondere dabei war, ohne Paddel. Das ist nicht immer ganz einfach, deshalb war neben ihm sozusagen in Reservestellung Walter Horn, der im Kanadier einer kniet. Auch er zeigt, was man also alles können muss, um schwierige Situationen gut zu meistern. Und wir haben ja zum ersten Mal, ich sehe es im Augenblick, eine Unterwasserkamera installiert, die natürlich auch Ihnen einen Blick ermöglicht, den Sie sonst und auch bei Olympischen Spielen nicht haben werden. Und dann noch der Kanadier Zweier, auch der Slalom-Zweier mit Wolfgang Wenzel und Manfred Hess aus Krefeld. Alles sind Kunststoffboote, die etwa 500 Mark kosten. Trainieren müssen diese Athleten auch fünfmal in der Woche etwa 4 Stunden, und um den Nachwuchs, so hat man mir gesagt, braucht man sich nicht zu sorgen. Ich glaube, das war eine sehr gute Demonstration. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und wieder zurückgeben zu Werner Schneider in die Sporthalle. Als nächstes Fanny Blankers-Kohn, die fliegende Hausfrau, 4 Goldmedaillen als Medaillenträger aus Holland. Und dazu kommt James Lovell, der Astronaut, Kapitän von Apollo 13, der längste Mensch, der je im Weltraum war. Vielen Dank für diesen Beifall, meine Damen und Herren. Und jetzt auch hier in der Halle, Up with People. Just what was right, right. For each and every man. He gave me
Ja, wenn Sie von Anfang an zugeschaut haben und auch die erste Einblendung gesehen haben, die wir gezeigt haben aus der Schwimmhalle, dann haben Sie sich wahrscheinlich gewundert, was dieser Mann dort oben von der 10-Meter-Plattform alles beherrscht, alles zeigen kann. Es ist ein Amerikaner namens Dick Kimble. Und wahrscheinlich haben Sie ihn nie gesehen. Ich traf ihn vor 2 Jahren beim Erdteilkampf USA-Europa in Italien. Und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, irgendwann werde ich diesen Mann wieder treffen. Das ist jetzt der Fall. Er ist Weltmeister in dieser Art von Springen, aber gleichzeitig hat er 3 Schüler hier, das heißt Springschüler, die Teilnehmer sind an den Olympischen Spielen im Kunst- und Turmspringen. Und er wird uns nun zusammen mit anderen hervorragenden Springern zeigen, was man alles machen kann. Bitte, Dick. Dieses Trampolin lässt natürlich noch ganz andere Sprünge zu, als die, die man normalerweise zeigen kann. Ich glaube, wir sehen das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Hier ist sie schon. Er bekommt natürlich dadurch ungleich mehr Höhe und ist in der Lage, mehr Drehungen auszuführen, gleich ob in der Längs- oder in der Querachse. Nächster Springer ist vom 3-Meter-Brett. Der Beste aus der Bundesrepublik Deutschland, es ist Norbert Huder aus Münster, der auch ein halbes Jahr lang in Amerika trainiert hat. Bitte Norbert, Ihr erster Sprung, 1,5 Auerbach mit 2,5-facher Schraube. Ein Sprung, der zu den schwierigsten im internationalen Programm gehört. Auch dieser Sprung natürlich noch einmal in Zeitlupe. Eine ungeheure Entwicklung, die sich vollzogen hat, nicht nur in den letzten Jahren, sondern überhaupt, wenn man zurückdenkt an die Spiele 1936. Wieder hinauf zur 10-Meter-Plattform. Klaus Konzor, der größere von beiden, den kleineren habe ich Ihnen schon mal vorgestellt. Es ist der 13-jährige Niki Stajkovic aus Österreich, beide in einem Doppelsprung, den sie nur einmal geübt haben. Hervorragend. Niki kommt aus Salzburg und Klaus Konzor ist jetzt zu Hause in Rodenkirchen bei Köln. Nächster Sprung wieder von Dick Kimble und zwar von der, zunächst nochmal die Wiederholung, Entschuldigung. Sehr schön. Sind schnell hergelaufen und haben sehen wollen. Klaus, sehr gut, ausgezeichnet. Und jetzt wieder vom 3-Meter-Brett, also vom Federbrett, Dick Kimble. Was denn hier? Es gibt niemanden, meine lieben Zuschauer, der das könnte, von den internationalen Leuten. Ja, aber Dick Kimble kann das eben. Dann noch einmal. Norbert Huder vom 3 Meter bei 3,5 Salto vorwärts gehockt. Auch einer der Sprünge, die in der Tabelle am oberen Rand stehen, die zu den schwierigsten gehören. Bitte, Norbert. Und jetzt kommt Niki nochmal von der 10-Meter-Plattform, ist er oben. Ah, der ist gerade in den Lift reingestiegen und fährt rauf. Der Österreicher. Und was zeigt er? Wir fragen den Papa. 2,5 Salto vorwärts gehechtet. 2,5 Salto vorwärts gehechtet. Wie lange arbeiten, trainieren Sie schon mit Ihrem Sohn? Ja, wie so, kann man sagen, 8 Jahre. 8 Jahre intensiv. Schon. Ja, aber so. Das ist nochmal Norbert Huder in der Zeitlupe. Niki ist der Nächste, ja? Niki, hallo, bist du fertig? Gut, du kannst, wenn du willst. Du kannst, ja? Er ist nur 1,58 groß. Wie schwer ist er denn, der Bursch? Ja, ungefähr 39 Kilo. 39 Kilo. Und Sie sagen, Sie trainieren seit 8 Jahren mit ihm. Ja, aber das ist... Wissen Sie, wie ich Ihren Sohn entdeckt habe? Ich wusste ja gar nicht, dass es ihn gibt.
Ich habe zugeschaut beim Training mit den Amerikanern und plötzlich sah ich jemanden eintauchen. Und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, wer ist denn der? Ich dachte, es sei ein Amerikaner. Und dann habe ich festgestellt oder mir sagen lassen, es ist der Niki Stajkovic aus Österreich. Schau mal her, schau das an. Wunderbar, du hast aber schöne lange Beine und schau, wie sie gestreckt sind. Bist du zufrieden? Hm. Eintauchen ist das Ziel. Jetzt schau, eintauchen wollte er erst sehen. Was? Wie ein langer Bleistift. Was hat dir nicht gefallen? Er war nicht ganz fertig, was? Ja, ein bisschen zu wenig. Ein bisschen zu wenig. Hast du, als du das erste Mal raufgegangen bist auf die 10 Meter Plattform, Angst gehabt, runterzuspringen oder hast du gesagt? Nein, ich bin eigentlich freiwillig gegangen. Freiwillig? Hast du immer schon vorgehabt, Springer zu werden, soweit man das überhaupt vorhaben kann? Nein, es hat sich so ergeben. War da irgendein anderer Bub, der gesagt hat, du mach doch mit? Nein, mein Vater. Der Vater? Ist der Vater selber gesprungen? Ja. Ja? Aber nicht bei Olympischen Spielen? Nein, überhaupt nicht so gut. Wie viel musst du trainieren? Wie viel trainierst du? Verschieden. Im Sommer vielleicht fünfmal in der Woche zweimal. Höchstens. Und kannst du das mit der Schule vereinbaren? Geht das? Ohne weiteres. Fahrst du auch Ski? Das geht mir sehr gut. Fahrst du auch Ski? Ja. Tust du das lieber als Wasserspringen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und Kunstspringen vom 3-Meter-Brett? Auch, das tue ich auch. Ja. Aber gut. Zu Hause. Niki, alles Gute. Ich sage es nochmal für die, die später eingeschaltet haben. Der Jüngste, 13, aus Österreich. Vielen Dank. Alles Gute. Und jetzt gehen wir ins Bett. Ja? Tun wir's? So, und noch habe ich einen Sprung anzusagen und dann noch einen humoristischen, und zwar Dick Kimble kommt nochmal. Ah, da ist er ja schon drum. Schauen Sie rauf, da ist er, ja. So, Freunde, hat also jetzt doch ein bisschen Angst bekommen. So, und jetzt kommen noch drei spezielle Freunde. Jetzt können wir das auch noch mal in Zeitlupe sehen, oder geht das nicht mehr? Wenn nicht, dann hat sich der Kimbel noch mal gezeigt auf dem 3-Meter-Brett. Ah, da ist er, ja, bitteschön, das Ganze noch mal retour ist auch schön. Ja, natürlich, warum denn nicht? Ja, so, noch einmal rauf. Bitteschön, noch einmal rauf zum Dick Kimbel. Vielen Dank noch mal, bitte. Der letzte Sprung von unserem Weltmeister Dick Kimbel aus den USA. Vielen Dank, thank you very much, und ich habe mich sehr herzlich zu bedanken und darf wohin zurückgeben? Zu Werner Schneider? Zu Werner Schneider in die Sporthalle. Durchsage für Sie. Der indische Student, der hier vom Balken fiel, ist Gott sei Dank nicht schwer verletzt. Das heißt, er hat sich wenig getan und kann wahrscheinlich nach Beobachtung morgen bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wir haben noch einmal für Sie die Laienspielgruppe aus Leningrad mit einem Balalaika-Tanz.
war die Balalaika-Gruppe aus Leningrad und nun noch einmal Roberto Blanco mit einem Soul betitelt Cold Sweet. If you leave me, baby, I go crazy. 'Cause I want you, need you, love you like nobody else. Yeah! If you leave me, baby, never, 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 never leave me alone, my pretty baby. Everybody's got your hand. Well, yeah, 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 yeah. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Wir haben uns noch zu bedanken beim Organisationskomitee, das uns diese Halle für heute Abend zur Verfügung gestellt hat. Dass die Beschallung nicht geklappt hat, war nicht Schuld des OK, sondern es lag bei uns. Ich muss mich dafür entschuldigen. Wir dürfen uns von Ihnen verabschieden. Arnim Basche, Dieter Kürten und auch, wo ist er? Harry Valerian. Wiederschauen. Guten Abend.